Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Diese Idee für dieses Video spukt mir schon ganz, ganz lange im Kopf rum und ehrlich gesagt hatte ich das gesamte Video auch schon mal gedreht, hochgeschnitten und hochgeladen. Es hat nur noch auf seine Veröffentlichung gewartet und dann kamen einige Nachrichten, die mein Video ziemlich torpediert haben. Es soll heute nämlich um cruelty-free, also tierversuchsfreie Marken im High-End-Make-up-Bereich gehen. Das bedeutet teurere Make-up-Marken, die keine Tierversuche machen. Ich habe ja in der Tierversuchsserie schon einiges gemacht, einmal Pflege, ich habe über Drogerie gesprochen, ich habe auch mal einen Look mit tierversuchsfreien Produkten geschminkt und ich wollte eben speziell nochmal über den High-End-Bereich sprechen, weil ich es interessanterweise dort genauso finde wie im Drogeriebereich. Es gibt sowohl sehr teure tierversuchsfreie Marken wie auch nicht tierversuchsfreie. Also auch da hält sich die Waage, aber ich finde diese Videos einfach sehr hilfreich, denke ich, wenn man dann mal zusammengefasst die ganzen Informationen bekommt. Und ich hatte das Video vorgedreht, ich bereite mich gerade auf Examen vor, das bedeutet, ich wollte mich entlasten. Und seit ich dieses Video vorgedreht hatte, kam einmal raus, dass Charlotte Tilbury jetzt vermutlich doch wieder in China verkauft und damit wieder als nicht tierversuchsfrei anzusehen ist. Und es kam raus, dass Becker vom Markt gehen wird. Und warum soll ich euch dann einen Haufen Becker-Produkte empfehlen, wenn wir alle wissen, dass es die in ein paar Monaten nicht mehr gibt? Also sitze ich heute hier, ich drehe dieses Video wieder und weil mir jetzt natürlich einige meiner Favoritenprodukte weggefallen sind, einfach weil sie entweder von Becker oder von Charlotte Tilbury sind, habe ich mich entschlossen, auch hier, wie das in meinem Pflegevideo der Fall war, einfach noch ein paar Marken zu nennen, die ich halt jetzt nicht besitze, aber interessant finde und die eben auch tierversuchsfrei sind. Falls ihr euch fragt, was das heute auf meinen Augen ist, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Und was mit meinen Haaren los ist, ich weiß es auch nicht. Wenn ihr das Video seht, war ich hoffentlich schon beim Friseur. Ich habe auf jeden Fall einen Termin, aber bis dahin finden wir uns damit hier einfach ab. Und jetzt starten wir endlich los ins Video. Wir tasten uns mal so ein bisschen vor durch die verschiedenen Kategorien und los geht es mit Lidschatten. Ich habe nur zwei High-End-Lidschattenpaletten und die sind zum Glück auch nur tierversuchsfrei. Und zwar geht es einmal um Anastasia Beverly Hills und um Natasha Denona. Anastasia Beverly Hills, ich habe die Sultry-Palette. Das ist so ein bisschen ein Mysterium, weil eigentlich war sie eine Limited Edition. Sie taucht aber immer wieder irgendwo auf. Es gab es jetzt auch in den USA wirklich wieder direkt bei Anastasia. Im deutschsprachigen Bereich findet man sie manchmal noch bei irgendwelchen, ja, Händlern. Aber ich kann euch einfach sagen, ich habe nur diese Anastasia-Palette, aber alle anderen Anastasia-Paletten sind natürlich auch tierversuchsfrei. Und ich liebe diese Palette. Ich freue mich, die bald mal wieder auch in meiner Schminkbox drin zu haben. Einfach, weil ich finde, dass das eine super schöne, neutrale, alltagstaugliche Palette ist. Und wenn ich eins weiß, dann, dass ich nicht immer so rumlaufe wie heute. Und dass ich dementsprechend halt gerade so diese Farben hier oben, diese Glitzer-Schimmerfarben wie Pearl, Steampunk, Rose Quartz, Teak, Cinder, das sind einfach Farben, die ich verwenden werde. Genau. Und die andere Palette ist Natasha Denona. Ich würde mir nie so eine teure Natasha Denona-Palette kaufen, aber ich wollte es halt einfach mal ausprobieren, einfach auch die Formulierung. Und da dachte ich mir, ist diese kleine Palette vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt hier die Mini Glam Palette. Ich muss sagen, ich mag die Textur total gerne. Ich hätte vielleicht die Mini Nude kaufen sollen. So retrospektiv habe ich mir überlegt, dass das vielleicht cooler gewesen wäre, weil die ist mir teilweise schon so ein bisschen zu grungy. Also ihr seht es vielleicht auch diese Farbe hier. Die ist für mich sozusagen zur Schattierung fast schon so ein bisschen zu dunkel. Aber so im Großen und Ganzen finde ich es richtig cool, dass Charlotte Tilbury auch einfach tierversuchsfrei ist. Ja, Charlotte Tilbury tierversuchsfrei, jetzt bin ich total Banane. Natasha Denona. Aber man kommt irgendwie mit den ganzen Namen durcheinander. Naja, auf jeden Fall, das zeigt halt, dass man das auch definitiv für Lidschatten nicht braucht, um da gute Produkte herzustellen. Dann machen wir mal weiter mit Base-Produkten. Da habe ich einmal ein Produkt, das eigentlich leer ist. Das ist der Smashbox Photo Finish Primerizer. Smashbox ist tierversuchsfrei. Was übrigens ein Thema ist bei diesen ganzen High-End-Marken ist, dass die sehr oft von irgendwelchen großen Konzernen aufgekauft wurden und diese Großkonzerne dann auch Marken gekauft haben, die eben nicht tierversuchsfrei sind. In der Regel ändert das nichts am Tierversuchsstatus. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Produkte kaufen wollt, wo die Mutterfirma, ich weiß nicht, Estee Lauder ist oder L'Oreal, dann ist das natürlich eine Sache. Das fällt mir jetzt nur gerade ein, weil bei Smashbox ist es eben so, die wurden von einer nicht tierversuchsfreien Mutterfirma aufgekauft. Ich habe hier den Primerizer, das ist mein absoluter Lieblingsprimer. Meiner ist leer, ich würde ihn jederzeit wieder nachkaufen, wenn ich ein paar andere Primer noch geleert habe.
aber der ist wirklich, wirklich, wirklich schön und sehr empfehlenswert. Ich finde so diesen normalen Primer von diesen Smooth and Blur, das ist halt ein, das ist so ein Silikonprimer, da finde ich nichts besonders dran. Aber der ist einfach feuchtigkeitsspendend, er zieht super gut ein und das Make-up sitzt einfach wirklich besser. Und das finde ich doch außergewöhnlich. Im Bereich Foundations habe ich jetzt aufgrund der jüngsten Ereignisse tatsächlich nur noch 2 Stück, die ich euch auch nicht so 100% empfehlen will. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn das jetzt gleich High-End-Make-Up-Favoriten heißt. Aber ich möchte einfach über die Marken an sich sprechen. Ich bin kein Riesenfan von der IT Cosmetics CC Cream. Also ich würde die aufbrauchen, ich finde die nicht schlecht, aber ich kann den 100%igen Hype darum nicht verstehen, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass ich dazu nicht so die richtige Haut habe. Also das ist natürlich schon auch Anti-Aging und so. Also ich glaube, dass das letztlich jetzt vielleicht nicht für die Haut mit 20 entwickelt wurde. Und das merke ich manchmal, weil ich das Gefühl habe, sie ist mir so ein bisschen zu überpflegend und fast so ein bisschen too much. Also ich habe auch schon gelernt, ich darf da keinen Primer drunter tun, sonst funktioniert es für mich nicht so gut, außer es ist ein ganz, ganz dünner Primer, also der von Smashbox würde funktionieren. Aber ich weiß, dass diese Creme ganz, ganz viele mögen. Es gibt ja auch noch diese illuminierende, die matte Variante. Und ich werde die auf jeden Fall aufbrauchen. Ich finde die Foundation auf keinen Fall schlecht. Sie ist jetzt aber nicht mein absoluter Holy Grail, also dass ich sie irgendwie nachkaufen würde. Und genauso geht es mir mit diesem Produkt hier von Bare Minerals. Ich muss sagen, ich bin mit Bare Minerals noch nicht so 100% warm geworden, ja. Ich hatte die Blemish Rescue Foundation, die mochte ich gar nicht. Also auch im Vergleich zu anderen, das ist eine Puder Foundation. Auch zu anderen Puder Foundations, die ich danach getestet habe, mochte ich die wirklich nicht, ja. Also das war ganz komisch, ganz schmierig, unangenehm. Und die Bare Minerals Bare Pro, die habe ich jetzt, glaube ich, schon 2,5 Jahre oder so. Die habe ich mir mal gekauft auf das Anraten von Hatice Schmidt. Und mittlerweile bin ich so mit dem Befolgen von so Empfehlungen ein bisschen vorsichtiger, wenn Leute einmal eine Sache zeigen und sagen, es ist toll, daran glaube ich heute nicht mehr. Ich habe auch nicht die optimale Farbe für mich, ich habe die Farbe Aspen. Erstmal ist der Flakon super schwer, also man zahlt hier schon einiges dafür. Und die ist mir einen Tick zu gelblich und einen Tick zu dunkler. Das ist für mich eine Sommerfoundation. Vielleicht schaffe ich es auch, die im Sommer tatsächlich zu leeren. Die hat so eine mittlere Deckkraft, auf keinen Fall mehr, und macht ein ganz schönes Finish. Aber ist jetzt wieder auch nichts, wo ich sagen muss, boah, holt mich irgendwie total hinterm Ofen vor. Ich weiß auch nicht. Also da hatte ich mir einfach mehr erwartet. Wobei man natürlich sagen muss, es gibt auch gute, billige Produkte und es gibt teure Produkte. Also ja, keiner muss auch High-End-Produkte überhaupt kaufen, ne? Aber ich habe halt, je teurer was ist, desto mehr Erwartungen habe ich irgendwie halt trotzdem, auch wenn das total blöd ist. Genau. Von jetzt nicht so favoritigen Favoriten zum absoluten Favorit, weiter geht's mit einem Produkt von Too Faced. Too Faced, der Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer, mein absoluter Lieblingsconcealer. Ich nutze ihn jeden Tag, der kostet 27 Euro und dafür kriegt ihr 15 Milliliter. Und das ist einfach so viel. Ja, also es ist wirklich viel Produkt enthalten. Ich benutze den jeden Tag und ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich, glaube ich, ansatzweise irgendwie am Leergehen bin. Super gut abdeckender, schöner Concealer. Ich trage hier die Farbe Snow. Ich würde keinen anderen Concealer mehr verwenden wollen, ehrlich gesagt, so groß. Also klar kann man mal wieder welche ausprobieren, aber wenn ich mir jetzt sagen würde, jemand zu mir sagen würde, Anna, du musst dich für dein ganzes Leben für einen Concealer entscheiden, dann würde ich sofort den nehmen, ohne mit der Wimper zu zucken, und würde ihn auch definitiv nachkaufen. Ich habe mir allerdings im Bereich zum Concealer, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich müsste das auch mal probiert haben, mal noch ein Mini vom Tarte Shape Tape geholt. Der Tarte Shape Tape im Full Size, also der hier ist ja winzig, ne? Der ist genauso teuer wie der Born This Way Concealer, ist aber deutlich weniger drin, also man kriegt bei Too Faced mehr. Ich habe mir jetzt einfach mal das Mini geholt, einfach weil ich wusste, ich habe natürlich auch in diesem Too Faced Produkt noch ganz viel drin und dementsprechend wollte ich mich jetzt nicht durch den nächsten Full Size Concealer belasten, ich wollte es aber halt mal ausprobieren. Ich habe hier die Farbe 125 Fair, hier ist zum Beispiel 1 Milliliter drin, ja, das ist natürlich schon irgendwie süß. Ich mag den Concealer auch, muss ich ehrlich sagen. Ich kann schon verstehen, warum dieser Tarte Shape Tape Concealer so super gehypt wurde. Ich finde, er ist ein Tick flüssiger als der von Too Faced und er trocknet so einen Tick schneller an. Also man hat nicht so viel Zeit, finde ich, damit zu arbeiten. Ich würde den aber nichtsdestotrotz echt weiterempfehlen. Das ist ein gutes Produkt. Und falls ihr generell da mal reinschnuppern wollt, weil die Produkte sind ja auch nicht so billig,
Und man hat die Möglichkeit, von ganz vielen Sachen gibt es tatsächlich auch Minis. Also von diesem hier auch. Ich habe hier ursprünglich auch mit einem Mini angefangen. Es gibt tatsächlich von dem Smashbox Primer, den ich euch gezeigt habe, gibt es Minis. Von der CC Cream gibt es Minis. Dann nicht alle Farben. Aber trotz allem kann man sich einfach mal mit dem Produkt vertraut machen. Und das ist vielleicht ein guter Tipp, bevor man dann gleich 30, 40 Euro für irgendwas ausgibt. Dann kommen wir nochmal zur einzigen Marke, die sich wiederholt, und zwar Too Faced. Ich hatte euch ja gerade den Concealer gezeigt, jetzt möchte ich euch den Chocolate Soleil Bronzer empfehlen. Von dem habe ich übrigens auch einen Mini. Das ist ein ganz, ganz wunderbarer Bronzer, finde ich. Das ist ein Bronzer, von dem es sogar noch eine hellere Farbe gibt, der nach Kakao riecht. Lecker, ich hatte schon lange keine Schokolade mehr. Auf jeden Fall ist der nicht zu warm, nicht zu kühl. Der ist perfekt dazwischen. Man kann ihn super schön ausblenden. Das finde ich tatsächlich bei dem ganz außergewöhnlich von der Textur her. Also der ist überhaupt nicht pudrig, sondern extrem zart und schmilzt sehr gut ein. So ins Make-up habe ich das Gefühl. Also auch der wirklich eine Empfehlung von mir. Ich glaube, der hat 2,8 Gramm. Den könnte ich, glaube ich, locker aufbrauchen, wenn ich mich darauf konzentrieren wollen würde. Aber noch ist es nicht so weit, und dann würde ich ihn auch wirklich wieder nachkaufen. Ich habe da noch ein Produkt im Bereich Blush und eins im Bereich Highlighter. Blush habe ich hier dieses Jouer Duo. Jouer ist eine Marke, da kenne ich tatsächlich eigentlich nur diese Duos. Da könnte ich nicht mal sagen, was die noch für andere tolle, großartige Produkte haben, weil ich mich, ja, ist keine so Marke, die man jetzt immer so permanent auf dem Radar hat, finde ich. Ich habe hier auf jeden Fall das Rose Gold Blush Duo mit Marigold und Rose Petal. Auch das ist ein Mini. Das gibt's auch in größer nochmal, aber ihr könnt euch diese Größe, von der ich finde, dass sie mehr als genug ist, könnt ihr euch tatsächlich bei Beauty Bay bestellen, habe ich es gemacht. Und dann kriegt ihr mit Marigold sowas bräunlicheres und mit Rose Petal so einen ganz schönen, hellen, roséfarbenen Ton. Tolle Produkte. Würde ich das jetzt wieder nachkaufen? Ich weiß es nicht. Ich finde so Blush, da merke ich nicht so wirklich krasse Unterschiede zwischen den Formulierungen. Natürlich, wenn das groben Glitzer hat oder wenn keine Farbe abkommt oder so. Aber ich finde, da findet man zum Beispiel auch im günstigeren Bereich durchaus gute Produkte. Und dann habe ich hier noch einen Mini-Highlighter. Den versuche ich gerade in meinem Project Pen aufzubrauchen. Das ist von The Balm, der Mary Luminizer. The Balm ist ja in Deutschland eher High-End und in den USA eher gar nicht. Also so sieht dieses Produkt hier aus. Einer der schönsten champagnerfarbenen Highlighter, den es gibt, finde ich. Wirklich ein tolles Produkt und nicht umsonst gehypt. Ich finde, der schafft gut den Spagat zwischen, ja, man sieht, dass es ein Highlighter ist und also man sieht, dass jemand Highlighter drauf hat, und es ist aber nicht so zack, bumm, Disco-Kugelstreifen im Gesicht, ja. Also da kann ich den auch wirklich empfehlen, genau. Und im Bereich Lippen möchte ich euch noch ein Empfehlungsprodukt kurz einblenden. Auch Pixi ist nicht so wirklich High-End, aber irgendwo dazwischen. Ich habe ganz lang super gerne verwendet den Pixi Lip Lift Max in der Farbe Honey Sheen. Das ist ein Lipgloss, der so ganz wenig Minzanteil hat, so ein bisschen bitzelt und so einen, ja, der hat eine ganz schöne peachige Farbe mit so einem ganz dezenten goldenen Glitzer, und das ist wirklich ein schöner, schöner Gloss, und den würde ich auch nachkaufen, muss ich wirklich sagen. Also ich habe einige Glosse, mit denen ich nicht so glücklich bin, muss ich unbedingt sagen, und da denke ich immer wieder an den. Und dann noch eine Marke, über die ich kurz sprechen will. Ich weiß nicht, ob es genau die Farbe von diesem Lippenstift hier noch gibt. Ich hatte den mal in der Lookfantastic Box. Das ist Ila Masqua. Ila Masqua sieht man selten, ist aber auch doch eine etablierte Marke. Ich habe hier den Anti-Matter Lipstick in der Farbe Bang. Oh, der ist so süß. Ich liebe so kleine Lippenstifte. Ich finde es einfach richtig goldig. Auf jeden Fall ist eben auch Ila Masqua tierversuchsfrei. Das ist was, was ich auch mal wieder in meine Schminkbox tun könnte. Der ist wirklich schön. Der heißt so ein ganz bräunliches Nude, das aber nicht die gelbe Zähne macht. Also das habe ich irgendwie schon das Gefühl, das machen manche von diesen wärmeren Nude-Tönen schon, aber der hier macht's nicht. Und damit sind wir mit den Produktempfehlungen am Ende. Ich habe das Gefühl, ich habe heute ein bisschen einen Sprachfehler. Aber wie schon gesagt, ich bin momentan ein bisschen überfordert, und ich glaube, andere Leute würden es einfach so machen. Die würden einfach mal ein paar Wochen keine Videos hochladen, aber so bin ich halt irgendwie nicht. Deswegen setze ich mich dann lieber hier hin, mach's trotzdem, und ihr müsst dann die Videos mit meinem Sprachfehler angucken. Zum Ende des Videos möchte ich euch jetzt noch ein paar Marken empfehlen, von denen ich, wie gesagt, aktuell einfach keine Produkte habe, nicht mehr habe, nicht habe, und die ich euch aber trotzdem ans Herz legen möchte, eben weil sie tierversuchsfrei sind. Da kann ich dann natürlich keine so Empfehlungen machen, aber einige dieser Marken könntet ihr schon kennen aus meinem
Wunschlisten-Video, das ist ja, glaube ich, nicht allzu lange her. Da hatte ich auf jeden Fall auch über einige Marken gesprochen. Und ja, ich fange einfach mal an. Zoeva ist keine so wirkliche High-End-Marke, kriegt man aber in Deutschland eben auch bei Douglas. Zoeva ist tierversuchsfrei, genau wie übrigens Urban Decay. Von denen hätte ich ja gern diese Palette, diese Stone Wipes Palette. Und natürlich die klassischen Naked Paletten. Und die haben ja wirklich auch ikonische Produkte, der Lidschattenprimer und so. Ofra wohl eher. Die gibt es zum Beispiel auch bei Purish. Da bewerben viele Influencer immer wieder die Produkte. Das ist auch eine Marke, genau wie Milk Makeup kriegt ihr bei Sephora. Da gibt es ja auch diese Sticks. Dann gibt es auch Gesichtspflege ja von denen. Die sind mittlerweile wirklich ausgebaut. Marc Jacobs Beauty, das ist so ein bisschen merkwürdig, weil Marc Jacobs hat, glaube ich, eine Parfümlinie, die ist wiederum nicht tierversuchsfrei, weil die irgendwie anders gekauft wurde. Die Beauty-Produkte sind aber tierversuchsfrei, also immerhin. Dann haben wir so Sachen, die für mich jetzt nicht persönlich so interessant sind, aber die Kardashian und Jenner, also ich bin da überhaupt nicht drin, Marken sind tierversuchsfrei, also KKW Beauty und Kylie Cosmetics, genau wie KVD Beauty, vormals Kat Von D, die sich aber nach diversen Skandalen aus dieser Firma rausziehen musste. Das ist auch eine Marke, die war, glaube ich, schon immer tierversuchsfrei. Kat Von D hatte trotzdem andere problematische Ansichten. Auf jeden Fall hat sie waren die schon immer vegan auch und die sind natürlich auch tierversuchsfrei. Dann haben wir Luna Beauty, das ist ja auch so eine Marke von Manny MUA ist das, glaube ich, auch ein Make-up-Artist, findet ihr auch bei Purish. Ich habe mich jetzt so ein bisschen auf das beschränkt, woran man in Deutschland auch irgendwie drankommen kann oder was man halt so kennt vom Hörensagen von anderen High-End-Channels, wofür ich mich jetzt nicht, ja, da sehe ich mich irgendwie halt nicht. Ich habe ein paar Produkte, aber ich bin mindestens so viel Drogerie wie High-End. Also da ist bei mir kein Unterschied. Dann weitere Marken. Dose of Colors war auch mal in aller Munde, genau wie Farsali. Könnt ihr euch an diesen Primer, diesen Pipettenflaschen noch erinnern, wo dann alle Leute sich dieses Zeug aufs Gesicht pipettiert haben? Das war mal auf Insta ganz groß. Marken, die man eher kennt, Hourglass, Juvia's Place. Auch von denen hätte ich gern mir mal was gegönnt. Und dann Auric, das ist diese neue Marke von Samantha Ravendahl, der amerikanischen YouTuberin. Ich gucke sehr viel amerikanisches YouTube, deswegen tue ich mich ein bisschen schwer abzuschätzen, was in Deutschland auch so mega, mega relevant ist. Was jetzt mehr nach Deutschland kommt, ist Aether Beauty. Das ist so eine Marke, die auch ganz viel Wert auf Recycelbarkeit, auf Inhaltsstoffe und so legt. Und ich glaube, die habe ich auch schon bei Purish gesehen. Und das sind auch noch so Klassikermarken. Bite Beauty, an die kommt man in Deutschland, glaube ich, nicht so einfach ran wie mittlerweile an Buxom. Man hat viele Influencer jetzt für Buxom werden sehen, finde ich. Also Olesias Welt oder so. Da habe ich es auf jeden Fall gesehen. Die Produkte bekommt man mittlerweile auch in Deutschland. Genau. Das war jetzt noch so die Auswahl an Marken, die ich euch einfach so mit aus dem Weg geben wollte, weil ich mir dachte, es ist vielleicht auch interessant zumindest, da mal Bescheid zu wissen. Niemand muss High-End kaufen, ich habe schon mal gesagt. Wie auch das mit den Mutterfirmen, da muss man sich halt persönlich einfach seine Meinung dazu bilden. Aber ich wollte jetzt einfach dieses High-End-Video sozusagen noch als Abschluss der tierversuchsfreien Serie machen. Falls euch da noch was interessiert, was ich auch noch drehen könnte, dann sagt super gerne mal Bescheid. Ich freue mich immer auf eure Videoideen und natürlich sollen meine Videos auch für euch hilfreich sein. Also finde ich es natürlich dann umso besser, wenn ihr mir natürlich auch schreibt, was ihr haben wollt. Das war's ansonsten jetzt von mir und diesem Video. Ich hoffe, das Video ist beim zweiten Mal genauso gut geworden wie beim ersten Mal, weil ich war schon ein bisschen traurig, dass ich es jetzt irgendwie so wegtun musste. Aber naja, falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben da. Und falls ihr es noch nicht getan habt, auch ein Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten hoffe ich, dass ich nicht so krass überbelichtet war, auch in diesem Video. Aber mir knallt gerade richtig die Sonne entgegen. Nicht, dass ich mich darüber beschweren würde, aber ja, es kann einfach sein, dass ich in diesem Video sehr, sehr hell aussehe. Es war die Sonne, ich habe sie genossen. Also, ich verabschiede mich jetzt von euch. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut.